Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier zum Arsch. Ja, 5 Folgen sind etwas missglückt, deswegen werde ich wahrscheinlich alle löschen, beziehungsweise privat stellen. Da der Ton, hat meinen Anforderungen nicht gefallen. Maschinen waren zu laut, ich war zu leise, deswegen versuche ich mal 5 Folgen aufzunehmen. Ja, für morgen mal eine und dann sehen wir weiter, ne? Ja. Was habe ich vorher gemacht? Ich habe alles verkauft, was ging, und ich habe Düngerproduktion an Autokurs angeschlossen. Mist habe ich zum BGH gefahren, Mist habe ich gefahren zur Düngerproduktion, und ich habe GRS verkauft. So, wir starten nun mit der Ernte. Die Ernte haben wir nun soweit. Wir stellen mal den ersten Fahrer ein. Ja, es wurde gerade so reif. Und wir haben jetzt voll die Erntesaison starten mit Weizen und Gerste. Das mal gleich mal aufklappen. Ne, G nach vorne und X wie aufklappen, ne? Ja, Feld Nummer 2. Das werden wir auch mal gleich speichern. Ich bin hier in einem neuen Ordner, ja, erstellt für Ernte. Mal schauen, ob ich entsprechend so die Ordnung hinkriege. Dann werden wir noch Feld Nummer 3 anfangen, da ist Gerst drauf. Und wir werden auch die Autodreifahrer einstellen dafür. Stück für Stück, ne? Ja, das sind in 5 Folgen nicht so geworden. Nichts geworden sind, ja gut. Ich persönlich. Ja, ist ungünstig, ne? Ich wieder so mit dem Gucken, dass ich mir ein bisschen einstelle. Den Ton. Kursgenerierung, Feld 2. 2 Vorgewände. Nee, da oben. 2. Und Kurs generieren, dann gehen wir zurück, kurz überlegen, speichern. Ja, ich weiß halt nicht genau, was ich ich habe mit Feld angefangen und dann Getreide. Aha, okay, Feld 2. Geht. Weil ob nun Hafer oder Weizen oder Gerste, ist völlig egal, ist das Getreide. Auch bei Raps würde es so gehen. Es war kein Getreide, aber es wird dann trotzdem gehen. 13 Meter die Arbeitsbreite. Hier kriegen wir nicht so viel hin, ne? So. Und einstellen. Dann werden wir gleich mal den zweiten nehmen. Gut, dann können wir den mal gleich mal einstellen. Feld 2. Abladen. Silo was gewesen. Hofsilo entladen. Weizen. Ich habe leicht die Rotz, also nicht wundern, dass es ein bisschen so anders klingt wie sonst. Ich habe auch zum bisschen Husten, hat sich jetzt am Wochenende eingestellt. Mal sehen, ob ich dann morgen arbeiten gehe oder ob der mich nach Hause schickt. Kann auch sein. Alles möglich. Aber Test kommt nicht in Frage. So ein Quatsch. So, Drescher einstellen noch. Das fahren wir mal zur Straße. Und der andere ist schon eingestellt. Der andere Abfahrer für Feld Nummer 14 wird gleich machen. Ne, das läuft dann auch. Das ist der hier, der die Straße blockiert. Sollen wir nur einstellen.
Gut. Fruchtsorten kann man nicht einstellen. Ist halt so, ne? Entschuldigung. Die Milch ignorieren wir jetzt ganz kurz. Gärreste auch. Was für mich immer wichtig ist, ist mal, dass der abgefahren war, gut unterwegs. Es kann sein, dass es Anpassungsprobleme geben könnte, ne, am Rand hier. Da muss ich eingreifen. Könnte. Der ist schon da. Du wirst fahren Feld 3. Feld 3 muss ich den Drescher noch einstellen. Und abladen Hofsilo. Ich habe extra die Fahrzeuge hingestellt, ne? Ja, das wollte ich mir aufheben zum Livestream, aber die Ernte wird genau noch viel. Aber wird auf mich zukommen, ne? Gut. Gehen wir auf X. Und dann Kursgenerierung. Feld 3. Vorgewende 2. 13 Meter. Kursgenerierung. Zurück. Ersten Wegpunkt. Mal gucken nach dem Ton. Das ist mir hat lange Zeit wieder passiert, dass der Ton total schief ging. Ist nicht gut. Jeder neue Zuschauer, der reinkommt, oh, das passt nicht, ne? Ist schlecht. Finde ich jedenfalls. So, macht er jetzt Stroh? Oder? Ja, macht Stroh. Das ist die Gerste. Läuft auch. Dann sind alle unterwegs. Den kann ich wieder losschicken. Ja, genau. Düngen muss auch gemacht werden. Kursgenerierung, Feld Nummer 4. Vorgewende 2. Den speichere ich jetzt auch nicht ab. Und da reinstellen. Den nächsten Dünger beim Gras. Längst machen können, ne? Kopieren, also. Eins. Eins reicht hier, das ist ja so groß, das fällt nicht. Das scheint zu laufen jetzt, die Ernte. Den schicken wir auch hier los. Obwohl er keine Milch sein dürfte. Ich habe ja in Thüringen keine Milch verkauft. Also ich habe zwar hingefahren, aber nicht verkauft. Der ist im Strohsammel da. Ah, es geht erst richtig los, wenn das hier... Ne? Wenn das, ja genau. Der ist auch für 3 gedacht. Weil 3 bis weiter weg ist. So, da dachte ich mir mal so, da machen wir noch hinzu. Entschuldigung. So. So, Endmodus Drescher. Feld 3. Ich habe mir irgendwie eine Erkältung eingefahren. Fragt mich nicht wo. Ich war nicht einkaufen. Ich war zu Hause. Das eher am Samstag habe ich es gemerkt, am Freitag noch gar nicht mal. Aber keine Ahnung. Aber da ist eine Erkältung, ist immer noch stinknormale. Die hatte ich vor einem Jahr auch gehabt. Gleiche Symptome. Es geht los mit Halsschmerzen, dann lassen die nach und dann geht los mit ja, Husten, im Grunde Heiserkeit, leicht. Und ja, so nach und nach kommt dann alles auf einmal zu, ne? Vor allem Husten, ne?
Und damit noch Hustensachen letztes Jahr. Der wird mir helfen. Aber jedenfalls. So, das läuft. Ich wollte noch einen weiteren Drescher kaufen. Das ist nämlich hier für die großen Felder echt ein Problem. Und zwar, oh, große Felder. Der düngt, ist bald fertig, hoffe ich. Ne? Oh, ich bin dabei. Ne, hier und da. Da muss ich auch noch. Das sind viele kleine Felder, das ist eher ein Problem. Und hier muss man schauen, was ich ein bisschen hinbekomme. Was klappt. Der Strohsammel ist noch nicht notwendig. Ne? Ich schalte mal durch. Aha, eine Anzeige. Sehe ich zum ersten Mal. Ja, mein Hopfen wächst auch. Endlich kann ich düngen. So. Das sind meine Wiesen. Die brauchen auch ein bisschen Dünger. Und dann ist auch wieder gut. Wir gucken mal gleich rein im Menü. Muss ich jetzt mal tun. Gras. Und zwar, ob ich da normal düngen muss, ne? Nö. Das schon, aber. Hier ist Raps. Da ist Raps. Für Getreide habe ich so viel gar nicht mehr. Beleg. 12 heute noch richtig groß. Ja. Nö, die Dresche wollte ich keinen mehr kaufen. Ich brauche eher noch einen kleinen Traktor für Dünger. Mittelgroß, hat immer noch Schönes. Ich brauche mit Pflegebereifung, ne? Das ist immer ganz wichtig. Für Dünger brauche ich Pflegebereifung. K2. Ich habe jetzt einen Fendt gekauft, einen etwas größeren und ein Glas. Glas habe ich noch keine, glaube ich. Wo ist er? Da. Pflegebereifung. Trelleborg, Notausführung in meine stärkere. Das reicht aus. Ne? Kaufen wir mal. Düngerstreuer habe ich nämlich genug da. Das ist nicht ganz wichtig. Er macht einen Affenzahn, du. Ja, Strohsammel nachher. Ist der an oder aus? Lass mal, achso, fertig. Das ist auch ein neuer Traktor, ne? Hatte ich getauscht gegenüber einen, den Fendt. Der hat mir sehr gefallen, auch mit der Begrüßung her, ne? Aber wenn der Autoreifen nicht funktioniert hat, das ist, naja, ich sag mal so, ungünstig, ne? So, den fahren wir jetzt zum Hof und dann werden wir gleich mal die Düngerstreuer schnappen und gleich mal, ich glaube, der hält's hier fest, einer der Erste, der im Graben sitzt. Na, haben wir uns erfahren. Wir helfen ihm mal, ne? Bisschen. Wir wollen ja vorankommen. Die Form wird nicht allzu lang machen. Ich will ein bisschen heute noch rechtzeitig ins Bett gehen. Oh, habt ihr das gesehen? Wieso fährt der jetzt da lang? Ach, ich habe die Dresche von ein. Ich
Ich habe ja die Drescher nicht auf Felder begrenzt. Ne? Abfahrer 4, das ist ja 2. Achso, hier 100. Einer mehr, der verkauft euch jetzt was. Achso, das ist ja der andere. Da muss Kalk rauf. Ach, der Deck auch noch. Wo ist jetzt der andere Drescher? Da. Die wollte ich auch. Feld Nummer 15. Damit die. Das Feld 2. Feld 2, Feld 3, macht dafür 2. Ja, das ist 6, gibt es noch nicht. 3. Etwas ungünstig, ne? So, da geht los zum nächsten Feld. Das soll man lassen, ne? Dass ich Kontrolle übernehmen kann. Schauen wir gleich nach, was der andere macht. Eingeklappt. Jups. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Für die heutige Folge. Auch wenn die etwas kurz ist, aber normal lang geht, denke ich mal, 16 Minuten, 17. Ja, schon schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's hier weiter mit der Ernte und mit Düngen. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ich würde mich freuen. Tschüss.